wir haben uns alle natürlich direkt aufs Design gestürzt, haben darüber diskutiert. Ist sehr, sehr gut gelungen dieses Mal, finde ich. Und innen drin auch, das Interieur ist sehr interessant, glitzermäßig. Und ich habe schon gesagt, es sieht aus wie ein Partypost. Einfach so, ja, so ein Stück Zuhause von uns. Jeder hat so seinen Platz. Ist zwar nicht festgeschrieben, aber das ist so ungeschriebene Sachen, die sich dann irgendwann entwickeln, wo jeder sitzt und da trifft man sich immer wieder zum Plaudern vor dem Training, nach dem Training. Unser Bus bringt uns hoffentlich überall sicher und komfortabel hin. Wir reisen sehr, sehr viel, also sind wir sehr dankbar über dieses Schmuckstück. Ja, das Jahr geht los. Wir sind jetzt schon ganz aufgeregt und ich glaube, es wird ein riesiges Turnier mit einer wirklich großen Herausforderung. Wir wollen das Finale erreichen und natürlich auch dem Beispiel der Männer folgen. Ich meine, die Männer haben das ja auch absolut verdient gewonnen, die WM. Und natürlich versuchen wir auch eine sehr, sehr gute WM zu spielen. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir uns gut vorbereiten, damit wir die Basis legen und dann werden wir schauen, was in Kanada möglich ist. Es sind viele Mannschaften, die auf einem Niveau sind, also auf Augenhöhe sind. Aus meiner Sicht können 8 Mannschaften aus heutiger Sicht Weltmeister werden. Aber dass wir zu den Favoriten gehören, das ist ganz klar. Das haben wir uns auch hart erarbeitet. Uns zeichnet aus, dass wir eine wahnsinnig gute Gruppendynamik haben, dass wir uns gegenseitig enorm pushen, dass alle total lernbegierig sind und alle richtig wollen, alle Bock auf die WM haben. Und also man merkt schon immer, dass hier ein richtig guter Spirit in der Mannschaft herrscht. Jede Spielerin, egal für welches Land sie spielt, will Weltmeisterin werden. Das ist natürlich ein Traum und da ist man natürlich auch extrem motiviert.